Das vorgeführte Gerät ist ein Knickschlepper der Marke Vitrac. Vorgeführt wird das Raupengerät von der Herstellerfirma WM Mulzer GmbH aus Blumau, Südtirol. Der Geräteträger mit Knicklenkung wiegt 700 Kilogramm. Es hat einen Dieselmotor mit 30 PS. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 0 bis 10 Stundenkilometer stufenlos. Die Maschinenbreite ist ab 80 cm möglich. Der innere Wendekreis beträgt nur 75 cm. An den Knickschlepper können verschiedene Geräte angebaut werden, die hydrostatisch angetrieben sind. Derzeit ist an das Raupengerät ein Sprühgerät aufgebaut. Die vier Räder des Geräteträgers werden unabhängig und aufeinander abgestimmt hydrostatisch angetrieben. Im Wendebereich wird der Boden kaum aufgerissen.